Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier zurück zum Power Simulator 15, natürlich wieder mit. Hi Leute. So, du sagtest, Moment. Was brauche ich erstmal jetzt hier? Wir sollen ein großes Wohnapartment bauen. Gärtnereidorf. So einen großen Generator. Dreimal Eibensetzlinge, dreimal Rollrasen. Eibensetzling, Trahei, einkaufen. Und Rollrasen, Trahei, einkaufen. So. Dann müssen wir das erstmal laden. Wir müssen das erstmal laden. Ja, das geht nicht ganz. So, denke ich, reicht das doch. Du lädst gerade den Rest, oder was? Ich kauf gerade den Rest, ja. Was gibt's eigentlich für den Auftrag? Warte. 394k. Na, das reicht ja auf jeden Fall für unseren na, mobilen Kran. So, ganzen Quark hier wieder laden, ey. Bin ich mal gespannt, was wir von den Mobilkran, was wir dafür Aufträge kriegen. Hast du an die Baustelle den anderen Kran transportiert? Nö, noch nicht. Den brauchen wir nicht zu transportieren. Wenn wir dann vor Ort sind, musst du einfach nur da hinklicken, ja klicken, fertig. Ach so. Hier ist das gar nicht. Jetzt alles hier schön drauf gestapelt kriegen oder ob wir wieder übereinander bauen müssen. Kriegst du eigentlich alles weg? Ich will alles wegkriegen, ja. Ja, das ist gut. Muss ja auch noch einen Generator mitnehmen, wie wirst du das alles wegkriegen? Ja, das werden wir gleich sehen, sag ich mir da. Oh, komm ich da überhaupt dran an den Rest? Ich hoffe es doch. Gucken, ob wir das hier unten bekommen. Oh, das wird eng. Ah ne, wir haben ja dann noch einen. Okay. Echt übelst der Ausleger von dem hier, Brötchenwagen mit Kran. Das ist nicht schlecht, was der für eine Länge hat. Gefällt dir, sagst du? Ja. Gut zu wissen. Ja, naja, nicht, dass du das alles einfach da das war ja klar. Würde ich mir aber mehr Gedanken machen bei dir. Ich? Nö. Ja, doch. Du musst ja drauf anspielst. Ich? Gar nicht. Was denn? Ja, gar nicht. Nö. So, und runter damit. Ladung noch sicher nicht vergessen, aber erstmal klappt mal hier die Stützfüße ein. Ich habe schon alles geladen. Oh ja, bin nicht leverage. Da. Festmachen. Okay, lenkt er mich direkt zur Baustelle? Ja. Das ist sehr gut. Awesome.
What the fuck? So, ich düse und sause Schritt zurück zur Baustelle. Aber jetzt wäre ich Level 9, ich hab's im Gefühl. Da bin ich ein guter Lehrling, ein guter Lehrling. Ah, Kiesberg. Hallo, Kiesberg. So. Warum fährt er keine 200? Ich weiß es nicht. Wir müssen Welten bauen. Oder? Hat bestimmt immerhin nicht so gefallen. Wenn der 200 fahren würde? Ja. Fährt er in Real Life viel schneller. Oh. Oh, da war ein Quietscher dabei. Das ist nett. Weg da. Alle weg da. Oh, schön, wie die FPS hier feste gehen, wenn ich in die Stadt reinfahre. Also, das ist immer so nice. Aber wir müssen schon mal nichts backern, Leute, Mensch. Ey, das ist doch schon mal komplett zufriedenstellend. Oh oh. Hat geklappt. Das hat nicht geklappt. Einfach die Vorfahrt geschnitten. Die Unfälle, das krasse ist, die Unfälle, die hier passieren, passieren immer nur, weil die anderen Fahrfehler machen. Die kommen einfach rausgezogen, schneiden dir die Vorfahrt, das interessiert die gar nicht, die Lümmel. So, jetzt habe ich aber nochmal hier überholt in die Vorfahrt geschnitten, Kollege. Kannst du mit jemand anders machen, aber nicht mit McManus. So, hier vorne müssen wir rechts. Oh, Bushaltestelle. Hier irgendwo muss die Baustelle sein. Ach, hier nochmal links, oder wie? Ah. So. Hier, ich habe schon mal die Baustelle gefunden. Das ist... Ach du grüne Neune, was wird das denn? Na gut, da die Setzlinge ja zum Schluss kommen. Das wird bestimmt im Vorgarten draus gebaut. Können wir erstmal hier abstellen. Und schauen mal, was müssen wir eigentlich überhaupt als erstes machen? 2 Zementsäcke, 2 Isoliermaterial, 2 Abwasserrohre. Gieße die vorbereiteten Elemente auf der Baustelle. Das heißt, wir brauchen noch die Betonpumpe. Dann brauchen wir noch den Betonmischer. Warum ist das jetzt so laut? Fahrzeugflug ist laut. Ey, hast du das Ding hier abgestellt? Was? Na hier, den Tieflader. Das steht mitten auf dem Bahnübergang. Ja, ja, den hab ich gesehen. Nee, da wurde da, wo wir neu gestartet haben, sie zurückgesetzt. Sieht aber gut aus. Ja. So, erstmal mit 97 hier durch die Siedlung. Arsch! Ah, ist echt zum Kotzen. Da fällt ja nichts mehr zu ein, Werner. Das gibt's ja gar nicht. Die Jungs hier machen, die interessiert ja gar keine Vorfahrt, überhaupt nichts. Ich wollte mich an den einen Kommentar ziehen und regt sich über die anderen auf, fährt aber selber so scheiße. Hat einer gesagt? Zwar vielleicht nicht so in den Wortlaut, da müsste ich jetzt lügen, aber irgendwie so in der Richtung, ja. Ist aber nicht nett. Ich fahr da nicht scheiße, ich fahr da awesome. Hm. Mal hier, das könnte eigentlich gut gehen, oder? Ja. Lups.
Betonmischer, gib mir den Betonmischer, gib mir den Betonmischer. Wie viel sind noch? 32%? Kieswerk, ja. Gleich mal Beton holen hier mit der Mühle, bis er wieder voll ist. Und weiter geht's. Wenn ich auch von hier reinfahren? Jo. Scheiße, dauert das lange. Hat das Betonladen schon immer so lange gedauert? Einen gewissen Zeitraum hat es auf jeden Fall immer mal gedauert, ja. Fahrtlänge? 11 Minuten. Ah ja. Super. La 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 la. Oh, ich könnte einen Pulmull essen. Ach, ist irgendwie kalt an die Füße heute. Ich könnte einen Pulmull. Was zur Hölle ist ein Pulmull? Pulmull! Kennt doch jeder, oder? Naja, nicht wirklich. Ich kenn's gerade nicht. Pulmull. Gibt's da eine andere Umschreibung dafür? Also kleine Lutschbonbons. Ach, okay. Alter, dauert das lange, ey. Das gibt's doch gar nicht. So ein Beton passt ja gar nicht rein in das Ding. Ja, steht da so richtig hinten drunter? Was denn? Ja, weil Beton wurde irgendwie auch schon abgerechnet, also. Naja, aber ich lad hier ja noch. Bin ja erst bei 90%. Also. Der Julian spielt um sie 2. Was soll machst du? Musik auf meinem Schreibtisch. Ah, hört sich schlimm an. So, jetzt hast du Beton. Oh, zufällig gerade schon an der Baustelle angekommen. So, wie sieht's bei dir aus? Kommst du mal? Ich denke, du bist gleich fertig. Bin gleich fertig, komm doch gleich. Dein Ernst, oder? mein voller Ernst. Das ging? Das ging. Der hält. Der hält wie Uchs. Muss halt nur langsam fahren. Krass. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Ich auch nicht. Ich habe einfach nur gedacht, knallst du hinten drauf und guckst halt mal. Muss ja rechts, glaube ich. Guck, da habe ich schon was vorbereitet. Ach so. Hol mal den Baukran her hier. Gucken, wo sie den aufstellen. Ich mach eine Wette da hinten in der Ecke. Das wird am Fußballplatz. Nee, was wird denn das? Steht auf jeden Fall schon in der Regen, ne? Wo muss man da hinklicken wegen dem Aha. Oh, steht in der Luft, nice. Fahr mal hinter, bitte. Wo dass hinter? Der Weg nicht so lang ist. Na, dahinter, wo die Hüte stehen. Da! Das müssen zuerst abgeladen werden. Was hast du denn jetzt gemacht? Weiter geht nicht. Viel Spaß beim Abladen. Wie weiter geht nicht? Na, weiter geht nicht. Festgefahren. Oh. Kannst du aber auch nichts. Was müssen zuerst abgeladen werden? Sag mal an hier. Oder? Noch eine Wette der Generator? 2 Zementsäcke, 2 Isoliermaterial und 2 Abwasserrohre. Die habe ich aber noch nicht. Der Generator noch nicht? Ne, das ist richtig. Lass mal das so, was da hinten. Da hinten jetzt halt nochmal was. Lass, wenn du drüber bist.
Bin niedrig. Ja, was macht denn der hier? Der hängt doch hinter dem Zaun, jetzt so. Ah, nimmt dann untersten, ein Trottel. Hält aber noch. Lass du stehen, wenn es runterfällt zur Titte. Lass es so. Stell das so weiter. Stell das Ding da vorne ab, ey, ich glaub's nicht. Theoretisch hätte ich nur den Generator runternehmen müssen. Was, weiter geht das Ding nicht? Ernsthaft jetzt? Du bist. Aber ich bin auch drin. Okay. Eigentlich ganz gut an der Spitze dran. Oh Mann, das nervt. Wie langsam das Ding einfach nur sich bewegt. Echt zu krass. Was denn jetzt? Wenn es wird nichts? Doch, er steht wie sie war nicht erstreißen. Obwohl, du könntest. Warum? Ja, wie jetzt geht nicht, oder was? Nee, und den hat er schon nicht mehr gezählt. Ist doch kacke. Rein theoretisch müsste dann er doch, oder? Noch ein Stück? Ne, jetzt fühlt sich nicht. Hat er den jetzt gezählt? Zack. Erzähl ihn nicht. Runtergefallen links. Das ist weggebackt. Das links in den Haus drin. Ich sehe hier nichts mehr. Ich sehe ihn nicht mehr. Mach du mal. Also den zweiten, nein, der jetzt runtergefallen ist, sehe ich nicht mehr. Nee, bleib drin, ich korrigiere, ich koordiniere dich. Kann man das Ding hier festfahren? Ich verstehe es einfach nicht. Denk dran, die Leitung ist nicht gesichert. Geh doch. Gut, steig in den Korn, ey. Dann lass das wohl mal schnell machen. Könnt ihr euch mal abkippen? Geht ohne. Da kannst du die Ladefläche doch da. Was? Kannst auch die Ladefläche kippen. Nee, mach doch nicht. Oh, das hat schon mal geklappt. Ach, da aus der Erde holst du ihn raus. Sehr interessant. Ja, hau runter. Was zur Hölle machst du? Was fallen? Ja, der pendelt. Quatsch. Sehr gut, ich habe gezählt, jetzt brauchst du noch viel. Oh, jetzt kannst du ja. Wow, das war vorbei. Oh ne, oder? Ernsthaft? Du fährst die ganze Zeit über das Ding, das kann doch nichts werden. Ich sitze nicht mal im LKW, du Held! Jetzt bin ich auch im LKW. Jetzt ist er weggepackt. Du willst mir jetzt sagen, dass du die ganze Zeit der LKW hier so ohne Sinn rumgefahren. Du fährst gerade über diese ganze Konstruktion. So, pass auf. Warte,
Da komm ich gelaufen, siehst mich ja, gell? Richtig, und du läufst gerade wie Jesus über die ganze Konstruktion drüber. Was denn für eine Konstruktion? Unter dir ist das ganze Gerüst. Also die ganzen Keller, das was da am Boden verankert ist. Das sehe ich überhaupt nicht. Für mich ist hier eine gerade Erdfläche. Aha, bei mir sind hier überall Wände drin. Und dann bin ich jetzt über die Wände drüber gefahren? Ja, du bist jetzt mit dem Fahrzeug über diese Wände da drüber gefahren. Das erklärt natürlich, warum der jetzt so rumgebackt hat. Weil für mich ist das hier eine kerzengerade Erdfläche. Kerzengerade hier. Ich laufe hier rum, kerzengerade Erdfläche. Nee, bei mir ist das ausgehoben. Deswegen hast du dich ja festgefahren, ich hab mich schon gewundert. Ich sehe das überhaupt nicht, null. Warte mal, das muss ich... Moment. Spiel schließen. Das muss ich mal hier... Das muss ich mal genauer untersuchen. Da muss ich mal neu laden, das will ich sehen. Welcher Zeit sind wir denn? 21, also können wir enden. Gut, meine Freunde, heute mal wieder mit etwas Überlänge. Wir sehen uns am Morgen wieder, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen, nicht vergessen. Und ja, bis dann, haut rein. Ciao, ciao. Tschüss, und das Bild gibt's dann beim nächsten Mal. Tschüss.